Liebe Kunstinteressierte, liebe Freundinnen und Freunde der Galerie, heute machen wir einen Rundgang durch die Ausstellung Kunst und Kultur leben mit Arbeiten von Jürgen Brandt. Eine Ausstellung, die vom 14. Januar bis 26. Februar 2023 läuft. So, wir betreten die Galerie und werden uns als erstes im großen Raum bewegen. Es sind Arbeiten aus einer ganzen Reihe von verschiedenen Jahren. Jürgen Brandt hat Zeichnungen, Fotos, Collagen, Objekte gemacht. Hier schauen wir schon mal größere Zeichnungen mit Wolkenmotiven, eine größere Serie war die Reihe Spurensuche mit Arbeiten in Farbstift und Aquarell, die auch ins Dreidimensionale sich öffneten mit Kanten aus Blattgold. Gegenüber, wie gesagt, es gibt eine ganze Fülle von Themen, von unterschiedlichen Techniken. Gegenüber sind Arbeiten aus der Serie Roncalli, Zeichnungen aus den Jahren Anfang der 80er, als Roncalli die Reise zum Regenbogen in Bremen präsentierte. Auf dem Flur geht es weiter mit Zeichnungen, die auf Streifzügen entstanden sind, nach Fotos gearbeitet, Stillleben, Ansichten aus dem Bremer Viertel, sei es Häuserfronten, Türen, Fenster, Dächer, Zäune. Nichts war vor den fotografischen Augen sicher. Dann eine Reihe, die Jürgen Brandt sehr beschäftigt hat, zum Irakkrieg 2003. Es entstanden 30 Mappen mit Fotos, Texten, Informationen zum Irakkrieg und auch ein Tagebuch wurde geschrieben. Dazu noch die Gedanken an kriegerische Auseinandersetzungen. Stell dir vor, das ist deine Stadt. Der Gedanke, dass man in kriegerischen Auseinandersetzungen als Zivilbevölkerung hilflos den Dingen ausgeliefert ist. Hier der zweite Teil der Collagenmappen. Zwei Arbeiten zum Thema Tschernobyl sind zu finden. Es war damals die Aussage auch von Kindern, was passiert in einer solch bedrohlichen Situation. Dann gab es zu Tschernobyl das Thema Regen, Belastung durch Regen, durch Niederschläge und noch ein kleiner Schwenk runter, ein ganz anderes Thema, eine Reihe von kleinen Formaten, Seestücke, von denen es eine ganze Reihe gibt. Wir gehen in den kleinen Raum und machen auch dort nochmal einen Schwenk. Der kleine Raum ist versehen mit den 3D-Objektkästen. Es ist zum Beispiel das Thema Van Gogh aufgegriffen. Eine Gruppe zu Motiven von Banksy. Wir gehen einfach einmal nah ran. Kleine Situationen, die zu Szenen in den Objektkästen führen, die zum Genauen hinschauen. Hier das Motiv zur Ausstellung Night of Light.
und gegenüber noch einmal Seestücke, kleine Szenen, die auch hier skurrile Elemente beinhalten. Hier haben wir zum Beispiel die Schafherde. Ein Schaf wird abtransportiert und Rapsfelder mit Radfahrern. Ja, es ist eine Fülle von Motiven. Es macht Freude, hinzuschauen und kleine, skurrile Situationen zu entdecken. So, wir gehen noch einmal zurück den Flur, vorbei an der Dokumentation vom Irakkrieg, vorbei an Zeichnungen, noch einmal in den großen Raum und tauchen noch einmal ein in die Arbeiten der Spurensuche.